Willkommen, Freunde, zu Wraith of Death. Wir fangen jetzt unten bei unserem Prolog an und schauen mal, wie weit wir kommen. You must reach Lily and try to save her. The adventure will not be... So. Jetzt kann es hier losgehen. Am Anfang kommen unheimlich viele Zombies. Unglaublich. Nachladen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Genau, man lootet, indem man auf die Gegenstände, die hier so rumfliegen, sei es mal ein Herz oder Munitionsschachteln, so sammelt man die Munition ein. Jetzt kommt gleich einer um die Ecke. Ja, genau, den meine ich. Diese vom Weiten kommen, die gehen ja noch. Aber trotzdem mal nachladen. Ich habe das nämlich schon erlebt. Da kommt einer links um die Ecke und du hast nicht nachgeladen. Dann ist das gerade schlecht. Ja, sehr gut. Schöner Arcade-Shooter, muss ich sagen. Ist so... Fängt so ziemlich einfach auch an. Du musst natürlich ein bisschen drauf achten, darfst nicht auf die zu leichte Schulter nehmen. Jetzt haben wir nur 13 Schuss, jetzt müssen wir gleich nachladen. Das sieht noch so ziemlich einfach aus, aber das wird noch komplizierter. Glaubt mir das. So, jetzt kommen links wieder wer um die Ecke. Jo, aber wir haben noch komplett unsere 6 Herzhälften da oben. Können die Lampen übrigens auch rausschießen. Aber wir lassen mal an. Sehen wir ein bisschen mehr. So, kleiner Headshot. Klappt nicht immer. Das mit dem Looten finde ich ganz geil gemacht. Ja. Das heißt, man muss auch immer auf die Gegenstände schießen, die man haben möchte. So, kommt einer um die Ecke. Ist auch ein bisschen ungewohnt, dass wir uns am Anfang in dem Prolog noch nicht so weiter bewegen können. Außer, dass wir hier nur unsere Reflexe, unser Aiming ein bisschen testen können. Aber ich sag euch, das wird noch ein bisschen komplizierter. Die kommen immer mehr auf einen zu und da kommt man schon ein bisschen in Bedrängnis. Gerade wenn man dann beim Nachladen nicht aufpasst. So, den haben wir auch ganz gut weggeschossen. Das ist so die Situation, die ich meine, wenn einer von links angelaufen kommt und du gerade am Nachladen bist, dann hast du ein Problem. So, nächste Looten, ja, die haben uns auch geholt, die Munition. Jo, der ist der nächste. Mal gucken, wer jetzt noch kommt. Finde. Genau, die mit dem Schwert sind nicht übel. Weil die können einen verletzen. Und das ist das, was ich eben meinte. Wenn man vom Timing irgendwas falsch macht. Dann sieht das zwar einfach aus, aber das kann dann ganz schnell das Genick brechen. So, genau. Schön geholt. Also wir haben 6 Magazine unten. Und 28 Schuss, 27 Schuss und 7 Magazine. Oh, jetzt haben wir wieder ein halbes Herz verloren. Schnell nachladen. Ich meine, das ist nicht schlimm, aber oben die Zeit, die sieht sehr gut aus. Was ich euch empfehlen kann, geht mit eurer Munition sparsam um. Das ist nämlich nicht so einfach, wie es aussieht. Ich habe vorhin auch rumgeballert wie so ein Wilder. Aber schon ein bisschen aufpassen. Und immer schön looten.
und nachladen. Nur bei 22 Schuss geht das noch. Er lädt ziemlich schnell nach. Würde ich mir aus manch anderen Games gerne wünschen. Jo, den haben wir auch erwischt. Hier kann man noch Punkte einsammeln. Na, ja, komm schon. Jo. Alles klar, bravo, haben wir geschafft. Jetzt geht es ein Level weiter. Und wir bekommen, wenn ich das so richtig sehe, eine neue Waffe. Genau. Wir sind jetzt quasi im Level 2. Und haben die alte Waffe noch. Haben eine neue dazu bekommen. Die ist eine Art MP, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ziemlich schnell. Aber ihr müsst aufpassen. Also, teilweise braucht man echt ein paar mehr Schuss. Als mit der normalen Pistole. Ich muss sagen, ich finde die gar nicht so nice hier. Mal wie viel Schuss wir verschwenden müssen, dass da mal was passiert. Oh, da habe ich Glück gehabt, dass der sich verlaufen hat. Das hätte es noch übler ausgesehen. So, wir nehmen jetzt mal die Einschusswaffe. Siehst du, ein Schuss? Zack, ein Schuss. So, ein Schuss. Also die Einschusswaffe gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Die hat auch vielleicht ein bisschen mehr Power. Und die fallen halt gleich um. Also nur weil die andere mehr rausrotzt, ist sie nicht unbedingt besser. Ah, sehr gut gelootet. 27 Magazine unten. So, Herz nehmen wir auch mit, auch wenn wir es nicht brauchen. So, 29 Magazine. Sieh, wir brauchen viel weniger Munition und ist viel effektiver das Ganze. Kann natürlich sein, dass das bei schnelleren Gegnern noch so kommt, dass man dann noch ein bisschen mehr Schuss braucht oder so. Ich weiß nicht, aber warum die MP nutzen, wenn die hier effektiver ist? So, genau. Jetzt der nächste, wieder einer um die Ecke. Oh, diesmal sieht es aber sehr gut aus, muss ich sagen. Wir haben noch alle 6 Hälften von dem Herz. Munition sieht auch sehr gut aus und zeitmäßig sieht es auch gut aus. 2,54 noch. Ja. Also die fangen schon an, ein bisschen auszuweichen. So, jetzt kann noch mal einer um die Ecke kommen. Jetzt habe ich gesagt, wir sollen mit der Munition sparsamer sein und rotz hier rum, als gäbe es keinen Morgen. So. Ja, 200 Punkte genommen. Sehr gut. Hinten das Herz looten. Sehr gut. Jawohl. Ja, bis jetzt sieht's gut aus. Aber besser als mit der MP. Oh, schnell nachladen. Oh, 33 Magazine. Was wir da oben mit der 16 sehen, da bin ich der Meinung, das ist eine Handgranate, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die werfe. Aber das kommt bestimmt später noch. Oh, der hat uns ein halbes Herz gekostet. Oh, da haben wir Glück gehabt. Ja, manchmal sind die ein bisschen dusselig. Aber auch nicht alle. 10 Schuss, aufpassen. Wird schon wieder brenzlig. Schnell nachladen. Ja. Oh, noch 50 Sekunden, 49. Sehr gut. 32 Schuss, 32 Magazine.
Wer kommt denn hier um die Ecke? Oh, wir haben die MP kaum genutzt. Also, das nehme ich mal Leistung. Aber wie gesagt, die ist auch nicht effektiv. Also, weiß gar nicht, warum man die braucht. Die Dollar, die man übrigens sich hier im Spiel verdient. Ich habe mittlerweile 1640. Kann man sich später bessere Waffen für kaufen. Also ich habe dann hier, was jetzt, es gibt so ganz spezielle Waffen, die kosten dann irgendwie 30.000 Dollar. Kann man sich vorstellen, wie lange man da spielen muss, um das Geld zusammenzuholen. Bravo. So, das haben wir geschafft. Aber wir haben das Herz hinten nicht bekommen. Oh, jetzt haben wir ja nochmal quasi eine richtige Uzi. Ah ne, AK-47 ist das. Ja, die macht schon ein bisschen Musik. Aber wir haben nur 3 Magazine. Also auch hier sparsam sein. Jetzt haben wir 4 Magazine. Wie bei der Bundeswehr gelernt, kleinen Feuerstoß. Keine Munition verschwenden. Jawohl. 4 Magazine. Sehr gut. Ja, die ist also schon besser als die MP auf jeden Fall. Da geht einiges. So, die haben wir auch. Den haben wir weg. Oh, gleich Headshot. Sehr gut. Mal gucken. Ja, das ist wieder so eine Situation, wo ich vorhin meinte. Nicht aufgepasst beim Nachladen. Jetzt schnell nachladen, genau. Und nicht nur 31 Schuss. Und wenn wir um die Ecke kommen, wir müssen nachladen, haben wir ein Problem. Die mit dem Schwert sind am schlimmsten. Schwert und Schild. Weil die machen, glaube ich, den meisten Schaden. Immer noch 4 Magazine. Sehr gut. Wir haben... Okay, jetzt 3 nach dem Nachladen. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. So, wieder 4. 5. Nachladen wieder 4. So, aber immer noch 3 Minuten. Also, das Gefühl, die Runden wären ein bisschen länger. So. Oder besser gesagt, ich habe gar nicht drauf geachtet. So, Zusatzpunkte haben wir uns auch geholt. Jawohl. Ah, Glück gehabt. Das hätte echt nach hinten losgehen können. Weil wir können ja auch nicht nach links oder rechts ausweichen. Wir können erstmal nur reflexartig hier aus dem Haus schießen. Nachladen. 31 Schuss. 4 Magazine, sehr gut. Jetzt ist natürlich das Problem, umso weiter man die da hinten abschießt, sind sie natürlich schneller weg. Aber wenn du looten willst, dann mal wieder hinten das Herz jetzt zu treffen, ist nicht immer so einfach. Das heißt, es ist schon gar nicht verkehrt, wie ein bisschen näher rankommen. Wobei wir haben 5 Magazine, da können wir uns das noch ein bisschen einteilen. Also sogar 6 Magazine. 7. Nachladen. Nachladen ist wirklich am wichtigsten mit. So, 22 Schuss. Brauchen wir noch nicht nachladen. Wir haben zwar das Herz nicht nötig, aber... Nehmen es trotzdem. So, 200 Punkte haben wir auch. Ah. Immer wieder kleine Konzentrationsfehler. So, der nächste. Der nächste. Oh, da haben wir auch Glück gehabt. Das hätte auch ganz knapp werden können.
So, wir haben jetzt 7 Magazine. Es kann sein, wenn man auf die Lampe schießt, dass man Herz bekommt. War der Meinung... War mal so. So, 27 Schuss. Von links kommen auch gleich wieder welche. Ja, mit Schild und Schwert. Okay, kommt keiner. Noch 30 Sekunden. Heieiei. Wir sind magazintechnisch ganz gut im Futter. Das habe ich so auch noch nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Oh, das war ganz knapp. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Jo, wir haben es geschafft. Okay, ich konnte nicht ganz so gut mitzählen, weil ich muss mich ja konzentrieren. Jo, gespeichert. Next Level, sehr gut. Das ist super. So, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, jetzt fängt es an, dass wir uns weiter bewegen können. Jetzt müssen wir richtig rumlaufen. Oder? Ne, wir können uns immer noch nicht bewegen. Aber wir sind jetzt schon ziemlich schnell. So. Okay, da die jetzt schneller hier links um die Ecke kommen, ist gar nicht verkehrt, weil die doch da hinten schon weiter platt machen. So, wir haben nur noch 3 Magazine. Oh, da habe ich Glück gehabt. Ich habe kurz nicht aufgepasst. Jo, wieder geschossen und nebenbei gleich gelootet. Alter, wie die Schilder hier wegfliegen. Aber da kommt der nächste. Ich glaube, das ist wie gesagt am Anfang alles statisch. Wir können uns später dann noch ein bisschen besser bewegen. Also wir laufen dann auch noch durch die Gegend. Aber so Arcade finde ich gar nicht so verkehrt. Einfach mal anmachen, bisschen zocken, ohne groß sich Gedanken zu machen. Das fehlt, finde ich, manchmal. Die meisten Spiele sind heutzutage zu komplex, um mal kurz angezockt zu werden. Oder ich Glück gehabt. So, wir haben jetzt nur noch ein Magazin. So. Jetzt haben wir wieder 2 Magazine, aber müssen gleich nachladen, bleiben wir wieder bei einem. Manche brauchen ein bisschen mehr, glaube ich. So, wir haben noch überlebt. 2 Minuten. Yo. So, 1 Minute 52. Ah, sehr gut, Munition. Alles klar, ja, jetzt haben wir kein Magazin mehr. Das heißt, kann sein, dass wir gleich umschalten müssen, aber... Ah, hier konnten wir nochmal looten.
Ja, gut. Looten ohne Lootbox. Das war mal schön. So, 24 Schuss. So. Das ist, ich find's komisch, aber ich habe das Gefühl, das ist noch einfacher als am Anfang, als wir in dem Haus waren. Wir jetzt hier viel breiter gucken können. Okay, wäre natürlich anders, wenn die von hinten auch reinkommen würden. Punkte holen wir uns mal. Oh, Glück gehabt. Sieht nämlich sonst schlecht aus mit Munition. Aber wie gesagt, wir haben die Pistole noch, da mache ich mir wenig Sorgen. So, 14 Sekunden noch. Oh, jetzt mal, wir haben es gleich gepackt. So, jetzt müssen wir Waffe wechseln. Bravo! Jawohl! Start. Haben wir denn jetzt hier auch gleich wieder Munition oder? Nee. Oh, wir haben ein neues Add-on. Jetzt haben wir die Granaten. Oh, da einige aufgepasst. Oh, die kommen jetzt aber. Das ist jetzt aber hier schon eine andere Hausnummer. Da würde ich sagen, ich schieße mal so früh wie möglich ab. Eieiei. Zweieinhalb Herzen, okay. Ich habe ja gesagt, die MP gefällt mir nicht so. Mal gucken, ob ich die Einschusswaffe noch habe. Okay, aber wir haben wieder drei Herzen. Da haben wir uns gut gehalten. Haben noch keine Munition gelootet. Oh, die brauchen jetzt auch mit der Pistole mehr. Heftig, heftig. Unglaublich. Ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich werde auf jeden Fall mehrere Teile hochladen, weil es macht echt Spaß. Geiler Arcade-Shooter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall bei Waves of Death. Vielen Dank fürs Zuschauen.